Also wir haben bestimmt die letzten zwei Wochen hier jeden Tag gerackt. Das sah hier vorher fürchterlich aus. Wir haben hier das gesamte Gelände beräumt. Das sind so circa 1200, 1300 Quadratmeter. Mhm. Vom Vorbesitzer hier haben wir 120 Tonnen Müll und Dreck und Erde rausgebaggert. 7 LKWs voll, ne? Wir haben heute unseren ersten Tag der offenen Tür vom Luftfahrtinteressenverein Tudor e.V. Ende Januar haben wir uns gegründet, ja. Aber diese große Technik, die haben wir jetzt erst die letzten zwei Wochen hierher geschafft. Wir haben 7 Mitglieder, ich bin der Vereinsvorsitzende, Heiko Kürsten ist mein Name. Von Beruf bin ich Motorenbauer. Also für Arbeit haben wir natürlich noch viel. Wir haben jetzt da hinten einen russischen Mehrzweckhubschrauber, das ist ein Kamov K26. Das ist dieser typische DDR-Düngerstreuer, ein tschechischer LED Z37. Und die wollen wir natürlich jetzt komplett wieder zusammensetzen. Mhm. Die Teile sind so weit wie möglich alle da. Mhm. Und das Flugzeug wollen wir auch wieder zum Laufen bringen. Ich war schon immer Luftfahrtflieger begeistert und mach zurzeit auch mein PPL, also die Privatpilotlizenz. Mhm. Vornehmlich beschäftigen wir uns ja mit der Geschichte des Flugplatzes hier in Tudor, der ja sehr während der Zeit des Zweiten Weltkrieges einer der größten und modernsten war. Die Kampfpiloten wurden hier ausgebildet. Das ist eigentlich unsere Hauptaufgabe, dass jetzt hier nachkriegstechnisch russische Technik steht. Gehört dann eigentlich auch mit zum Sinn des Museums, weil es ja auch Luftfahrt ist. Und so haben wir zumindest draußen große Technik für die Leute zum Zeigen. Und ja, das ist jetzt unser Baby, sagt man so, ne? Also